Und los geht's. Aufnahme gestartet. Wieder unterwegs mit Back for Blood mit Ricky. Hi Ricky. Hi Freedom. Hi Ricky, hi Freedom. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ja, ne? Wir rocken das Ding weiter hier. Ach, schon wieder mit... Ah, ne. Ah, keine Bots. Alter, was hat der einer denn für einen Name da, ne? Die haben alle so komische Namen, finde ich. Hier in, also... Aber vielleicht wirkt es auch nur so... Abgeschlossen steht bei mir. Was ist das denn? Ja, wir sind jetzt wohl genau in dem Moment eingetreten, wo das zu Ende ist, als der Level vorbei war. Also ich schätze mal, dass wir dann diese beiden Bots da jetzt übernehmen, ne? Hoffe ich mal. Oh, guck mal, 36 vor. Ja, ich auch. Ja, 36. Ey. Ja, super voll gut, ne? Direkt abgeschlossen. Ja. Direkt hier die Punkte abkassiert. So muss das sein. Hier am Anfang von Akt 2. Da, wo wir auch letztes Mal aufgehört haben, ne? Puh, weiß ich gar nicht mehr. Oder? Ich glaube, da war was. Irgendwas. Keiner. Wir hatten gerade den ersten Akt komplettiert, glaube ich. Ja, kann sein. Genau, da sind wir. Ja. Ja, über die Brücke sind wir, ne? Da. Also, Charakter wählen. Ah, okay. Aha, muss eine Frau spielen. Oder? Schlimm. Ja. So, ich bin die Holly. Worauf warten wir noch? Ich bin die Holly heute. So. Dann haben wir hier festgelegt. Aber dieser Doc, ne, dieser Charakter, ne, da ist doch irgendwie so im DLC, oder nicht, ne? Nee, das nicht. Aber die werden nicht später erst freigeschaltet, denke ich mal. Also der Spieler ist wohl schon ein bisschen weiter. Hm. Aber da sind ja noch vier Charaktere, bei mir sind die halt noch nicht freigeschaltet. Genau, das meinte ich. Und die ist ein Charakter von diesen Gesperrten halt. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass das DLC ist, sondern die werden wir auch irgendwann freischalten. So. Mensch, Friede, auf dich müssen wir wieder warten. Kauf dir doch mal bestimmt den Computer. Ich muss meine Karten auswählen, sei doch nicht immer so. Ach so. Da, mach. Da sind wir. Rover 2, Ausdauer, Bob beim Einsatz. Sein Handabdruck öffnet die Waffenkammer. Findet ihn. So, seit dem Angriff ist der Funk tot. Wir wissen ja, was das heißt. Viel Glück da draußen. Coach Ende. Wieso? Scheiße, wieso habe ich denn jetzt nur eine Machete? Naja, gut. Ja, weil das seinen Charakter hat. Ne? Diese Startgeschichte. Irgendwas hat die Infizierten aufgescheucht. Die haben sich zusammengerottet und sind in Scharen unterwegs zur Station. Wir behalten sie im Auge und lassen euch wissen, wie die Lage sich entwickelt. So einen geilen Basie, ey. Die Machete ist auch nicht schlecht. Ja. Hast du die jetzt zum ersten Mal, ne? Ja, ich hab die schon mal kurz gehabt, aber... Kennt aber keine Köpfe, das ist natürlich geil. Hat sie hier wieder Alarm ausgelöst. Wenn ich schon eine Machete hab, dann will ich auch Arme und Beine abhacken. Ja, machen die nicht, ne? Nee. Wie kommt das noch? Für mich bisher der größte Kritikpunkt am Game. Ja. Nimmt mir auch richtig den Spaß ein bisschen. Wir haben echt keine Meinung. Ja, das ist schon ein harter Fail. Geil, ne? Wäre das, wenn hier jetzt die Arme und die Beine rumfliegen. Genau, stell mal vor, fliegen die jetzt durch die Luft hier, ne? Ja, bei der Toilette war es. Ja. Bei Vermintide ist es auch so. Geht auch. Tut scheiß weh! Alles okay? Na ja, vielleicht haben die da ein bisschen Sicht, vielleicht wollten die das, falls das auch Kinder spielen, ne? Ist so? Ja, für die Kids. Aber kann sein, dass es noch kommt, ne? Ab 18 Version. Mit herumfliegenden Gliedmaßen. Ich hab's hier eine Limo gibt. Die ungeschnittene Version. Uncut. Director's Cut. Director's Cut. Boah, ey.
Da ist. Hab Infos gefunden. Infos, zu kaufen, die Karten, ne? Pickern her. Vorräte. Pickern habe ich gefunden, echt? Das sieht nicht gut aus. Wir werden den Kerl nicht finden, bevor wir diese Viecher hier erledigt haben. Ey, da hängt einer in den Wurzeln, in dem Gedärmen da. Wo denn? Letzte Woche sah das noch anders aus. Ich hab ihn von seinem Leid erlöst. Okay. Hast du mal heute mal wieder eine gute Tat? Ey, eine Knarre. Gut. So, hier, Nestknoten. Wir müssen Nest zerknüren, ne? Bobs Arm zu finden, ah, das kenne ich schon. So, das haben wir ja letztes Mal gehabt. Genau, hier. Ja, drei Neste, ne? Da müssen wir wieder die Kabel. Wir brauchen hier Bob. Wie es so geht? Also Safe Room. Leichenteile suchen und Monster abknallen. Das Übliche halt. Wo bitte ist Bob? Wir müssen da rein. Voll. Radio Bob. Radio Bob, echt. Toll. Genau, ja, was mir noch gefehlt hat. Molotow-Cocktail. Ich nehme das. Eins noch. So. War das eklig. Tja, und? Bob ist haben wir den nicht Bob mehr. Gefunden? Nur noch Einzelteile. Wir haben einen Bob von drei, ne? Nee, Bobs Kopf haben wir. Achso, Bob Kopf. Da oben sind sie alle. Wie geht's? Wie eklig. Rover 2, bitte komm. Eine ungewöhnlich große Gruppe Infizierter ist in der Nähe. Ungewöhnlich große, ne? Ist nicht einfach nur groß, sondern auch ungewöhnlich. Einfach alle! Ladies first! Ich muss mal hier. Große Gruppen von Infizierten gemeldet. Ich euch nehme. Unser Gebiet ist hier. Wir brauchen diese Waffe. Das sichert das Waffen. Was hat ihr denn alle da oben, ne? Ich bin ja alleine am Kämpfen draußen. Nee, ich bin auch hier. Jetzt bringe ich euch ein paar Zombies mit. Ein paar Infizierte. Ich bin's. Du sahst aus wie ein Zombie, Alter. Ich. Irgendwas stimmt nicht. Das stimmt mit dir nicht. Das ist. Das stimmt mit dir nicht, Chef. Ich bin ganz normal. Ich hab dir doch wohl nicht gebissen. Nee. Das ist nur ein Kratzer. Und langsam mutierst du? Was ist das? Leck mich, lade nach! Leck mich, lade nach! Oh ja! Nur noch eine Kapsel! Noch eine Kapsel? Scheiße, passt mich auf! Jetzt habe ich keinen Hunger mehr! Such weiter! Das ist es nicht! Habt ihr das Bein gefunden? Nein. Komm, Holly, lass uns mal zu den anderen gehen.
Oh, wo sind hier denn? Da ist kommt wieder eine Horde. Mist, ne? Auf die liegt. Warte. Oh. Scharfschützengewehr, da gibt's hier. Muss nachladen. Scharfschützengewehr hier. Ich bleib bei meiner. Der Horst. Ist das der Horst? Nee, ist der Werner. Der Werner war das, ne? Ja, hier so ein Grunzen. Oh. Da hängt doch bestimmt wieder einer in den Gedärmen irgendwo hier fest. Dass man sich nirgendwo hier so heilen kann, ne? Ich öffne die Tür. Heilen? Ja. Kann man doch. Alles ja, aber erste wo? Hilfekästen. Ja, aber wo denn? Hier denn? Ja, hier jetzt vielleicht gerade nicht. Ja. Ich versuch's. Ist nicht mehr weit. Wirklichkeit. Ich glaube, ich bin down oder was? Was ist los? Ich bin down. Ja, ich bin auch down, ne? Ich glaube, ich habe irgendwie meinen Gesinter aus dem Auge gelassen. Da ist jemand! Ja. Ich brauche Hilfe! Hilfe! Wer soll mich denn bezahlen, wenn du stirbst? Hier drüben! Hast du nichts Besseres zu tun? So ein Fetter, ne? Du liegst da unten? Hier. Ah, da. Nun kommst du zu mir. Ah, ich werde aufgehört. So, ich mach dich gerade. Oh, scheiße. Jetzt hat er mich erwischt, ey. Scheiße. Jetzt liegt der Moon, ne? Ach. Ist der?
Oh, da hat Gumball schon den Arm, ne? Weil hier hat schon einer die Tür aufgemacht. Aber der Moon ist tot. Wo ist der denn? Das oben oder was? Ey, hier ist der Arm. Ich will Tee aufsetzen. Ja, wahrscheinlich. So, da kann man nicht hochheben? Nö. Muss in den Schutzraum kommen. Ja, bin schon unterwegs. Für nun können wir nichts mehr zu und tun. Genau, das ist auch so ausgegraut, ne? Was ist hier passiert? Ja, Doc, was ist hier passiert? Ich würde sagen, Infizierte. Sind alle infiziert, echt? Du, 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 du. 4306. Boah, geil, mal diese großen Zahlen. Beeindruckend. Naja, geht so, geht so. Ich habe gestern welche, die hatten da schon 16.000, 18.000 oder irgendwie sowas. Ja, nee, ist klar, ey. Ja, doch. Ist so. Glaubst du nicht, oder was? Nee, glaub ich nicht. Erzähl's mir Geschichten, ja, weißt du? Erzähle. Ich glaube ja nicht jeden Scheiß, ey. Mach Screenshot. Screenshot mach ich. Warten, wir müssen mal Verbliebene fortfahren. Ach so, F drücken. Hier, muss man auch immer F drücken bei dem Spiel. Ja, muss erstmal darauf kommen, ne? Oh, da war ich auch schon in diesem Tunnel da. Wo du schon überall warst. Kanalisation. Fortfahren, F drücken. F, genau, F ne? Drücken. Ich muss immer F drücken, Verstecke, einmal Karten ziehen. Zack, zack, zack. Karten wählen, wieder bereit und so. Da sind wir. Endlich. Was ist das denn? Das ist 6 besser. Primär. Ihr Bonnots, mach hin. Yeah. Scheiße. Ja. Alles ist weg. Rover 2, so, was soll man denn kaufen? Lagebericht. Over. Ich sag's nicht gern. Also meine AK behalte ich. Erste Hilfe, ne? Wir brauchen mal erste Hilfe mit. Säubert weiter das Gebiet und ich überlege mir eine Alternative. Wir können es uns nicht leisten, dass sie noch einmal so nah an uns herankommen. Hope One out. Blendgranate. Egal. Finden wir sowieso gleich alles. Komm hoch, komm. Schlagkraft, wir los, bevor ich mir anders überlege. Granate hier. Aber hier waren wir doch letztens schon, ne? Echt? Da ist Buttergranate, schon gefunden. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich unter uns vermehren. Oh. Löscht sie aus. Ist dein Glückstag, Arschloch! Das sieht schön aus hier. Ah, oh, nein! Nein, weg, weg, weg! Wo ist der Kotzer? Tot? Ich glaube, der ist tot, ne? Oder das mal wieder einfach so weg. Machen die auch mal gerne. Wie, meinst du, dass die einfach verschwinden? Ja, so wie letztens der Ogre, ne? Der hat sich doch auch immer ja, so... Ja, so. So. Ja, ja, gut, der hat... Ja. Der hat sich doch auch immer deine... Kein Weiterkommen. Da so ein Loch gegraben, dann war der weg, ne? Ja. Aber ich glaube, das machen nur die ganz Großen. Gut gemacht. Tja, zurückgehen ist keine Option mehr. Also müssen wir wohl rausfinden, wie es weitergeht. Schnell!
keine Chance. Da kommt doch was. Dann auch immer in der Wand, ne, diese komischen Dinger. Was ist das für ein Zeug? Boah, ich bin schon wieder irgendwie fast. Alles klar, echt, ey. Ach, finde ich das ein bisschen übertrieben. Er ist einfach so Schwierigkeitsgrad hier. Ja, schon bin ich tot. Wie ist das denn bei schwer eigentlich? Das ist keine Chance. Okay. Ja, da ist ein Teamplay angesagt, da wird es schon schwierig. Zwei Leute zu finden. Hier drüben! Weh, du stirbst mir weg. Schulde dir was. Danke. Hier ist so ein Alarmanlagentyp. Ja? Ein Snitcher. Da kommt da wieder die Horde, ne? Ah, noch ein Snitcher? Nee, ein Callboy. Ich helfe dir, Harley. Danke. Bin dir was schuldig. Sehr gut, danke. Mal wieder. Gefällt mir. Hier lang. Zurück. Waren das alle? Hier, Honey. Shotgun. Hast du Hilfeschrank, wo? Wohl unser Glückstag. Ach da. Perfekt. Schläger hier. So was brauche ich. Da war was. Lade nach! So eine Scheiße! Was für 400 Kupfer sich dazu heilen? Echt? Ja. Ja. Habe ich das nicht drauf geachtet? Grinse mehr.
Wir haben ja genug Kupfer. Wird das eigentlich angezeigt, wie viel Kupfer man hat? Ach, da unten, ja. Genau, bei dir, bei dem Profilbild, ne? Tollboy, zwei Tollboy. Tschö. Scheiße. Eckentaser, Papa. Kommt auch die Treppen hoch, die Leiter. Kannst du schwer treffen von hier. Vor allen Dingen sein Schwachpunkt. Wir müssen hier durch. Das ist für mich. Ich hoffe, hier, ein das Tor. Oh, direkt auf den Musikanten. Tor ist oben. Okay. Ah, jetzt hab ich wieder so ein... Das ganze Leben weggemacht, ey. Was? Abgeschlossen, was? Ja, sind halt alle Lebenden sind im Safe-Raum. Ich war ja auch schon da. Aber ich war doch gar nicht da drin. Nee, du warst tot, oder? Genau, ja. Ja. Wir sind ja nur alle Lebenden im Safe-Raum. Ah, okay. Vorratspunkte, bereit. Ach, du fährst jetzt nach Hassels? Ich fahre jetzt mit der Köttin nach. So, fortfahren. Gesperrt, warte auf Team. Die anderen beiden sind noch nicht, sind entweder noch in der Kartenwahl, ja. Ja.
Let's go. Der hier ist es, der Moon. Der fehlt noch. Da ist er, ne? Zum Clark ist es nicht mehr weit. Könnten da Waffen drin sein? Der Transportflieger. Da könnten die Waffen drin sein, die Hope braucht. Und zwar dringend. Die Lage wird ja nicht gerade besser. Verdammt! So, das liegt da seit einem Jahr? Wieso hat sich das noch niemand geholt? Das ist für mich! So. Hier gibt's immer nur Waffen und Munition. Werden denn ein wenig Seife und Deo zu viel verlangt? Was? So viele Sprüche. Na los, ich will nicht warten müssen. Okay, da sind die Vögelchen. Eine Waffe, ey. War dieselbe Waffe. Tschö. Hope, bitte kommen. Hier ist Rover 2. Hier ist Hope 1. Over. Sie haben zwar nicht Geburtstag, kriegen aber trotzdem Geschenke. Aus dem Frachtflieger beim Clock. Tun Sie uns einen Gefallen? Dürfen wir den Helikopter haben? Bitte, bitte! Ihr kriegt ihn, wenn ihr dort seid. Aber geht nicht drauf, wir haben sowieso schon zu wenig Leute. Obon, out. Komischen Rhythmus, die Waffe, ne? Ja. Das sind Vögel, okay. Würstfeier heißt das doch. Geil, die Levels sind geil, ne? Ja. Immer schön abwechselnd. Abwechslungsreich. Was heißt dann das denn jetzt, wenn die so grün werden? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Vögel hier. Oh, die mit den Helmen, ne? Ich glaube, sie mögen mich etwas zu sehr. Seht mal, schießt auf den Kopf. Massen. Oh, ein großer. Mensch, Holly! Ja, ist ja gut. Mensch, Holly! Der hat echt eine gute Reichweite, der Horst. Oh, der Werner. Nee, das war jetzt der Horst. War das der Horst?
Achtung, Vögel. Genau, ne? Bleib doch genau da stehen, ne? Ich liebe diesen Ort. Aber manchmal denke ich, es war nur ein Kampf nach dem anderen. Vielleicht wäre ich in New York oder Chicago eher akzeptiert worden. Wahrscheinlich müssen wir hier hoch. Ja. Mit Messer gekillt. Ah, nee. Ey, mit dem Messer hast du kalt gemacht? Ah, ich glaube doch nicht. Ich keine Munition, aber was ist das denn? Nein. Ja. Das brauche ich. Da drüben! Das Auto. Licht an! Los jetzt! Oh, was? Das gibt's doch nicht. Zum Heilen. Mir geht's gut, aber ich sollte mich darum kümmern. Wer seinen Feind nicht sieht, kann ihn auf jeden Fall nicht töten. Aber sollte jemand Zeit haben?
Scheinbar bin ich irgendwie ganz tot, ne? Ah, da. Achso, du bist der Bot Evangelo, ne? Genau. Angelo. Ich glaub, die muss man weiter schauen wollen. Ja. Oh. Junge, lass das! Brauche Deckung, lade nach! Zum Dank erstmal in die Fresse geschossen. So gehört sich das auch. Auch abgesperrt. Was ist das? Da oben, ne? Die Leitung. Ja. Ein Beschuss! Los, bewegt euch! Okay. Holly! Oh, Holly! Mann, Holly. Holly. Das Gebäude. Perfekt. Was ist denn da, Holly? Auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad ist das dann schon so schwer, dass du ohne Viererteam keine Chance mehr hast. Also stellenweise finde ich das echt so übertrieben halt, ne? Eine Muni mehr. Nicht du. Die hat mich gerade. Ich flick das. Du musst nachladen. Jetzt sind wir ganz tot, wa? Trauern, wenn wir fertig sind. So viel zur sterilen Umgebung. Machen wir das jetzt zu zweit, ne? Ja. Ziehen die das durch? Zumindest der eine, oder? Was glaubst du, was du da tust? Pass besser auf, oder einer du bist selbst. Xbox über mir. Ja. Und noch ein Gegrinse mehr. Schlägt sich ganz gut, der Mune. Nahkampf.
brauchen uns gar nicht. Nee. Ja, wahrscheinlich so 12-jährige Pickel fressen, die nichts anderes machen. Hm. Wir haben es wohl geschafft. So, Ibonuts ist gefangen. Jetzt nicht mehr. Keine Pause, bis all die Dinger tot sind. Was geht denn jetzt hier, ey? Befreit uns mal! Echt? Bei dem ganzen Blut kann ich auch gleich die Essensglocke läuten. Horde in 30 Sekunden. Ja. Was ist los? Bitte komm. Eine ungewöhnlich große Gruppe Infizierter ist in der Nähe. Kommt, bewegt euch! Dunkel. Oh no, Stromausfall oder was? Abgeschlossen. Siehst du, haben die das gemacht? Ja, das waren wir wieder gut. Ja, wir waren echt gut heute. Wir waren sehr gut sogar. Ja, siehst du, getötete Infizierte 173. Ja. 10.059, Alter. Verstehst du? 10.059. Noch nix. 291. Getötete Infizierte. Mr. Back for Blood. Ich fürchte, das Game wird ein Flop. Meinst du, ne? Ja. Ein paar Wochen die Server leer. Weil das keine so eine, keine Langzeitmotivation hat, meinst du? Ja. Ja. Keine Ahnung. Also ich denke schon, dass es da ein bisschen dran mangelt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt, gerade auch Leute, die die Vorgänger gar nicht kennen. Ich weiß nicht. Also irgendwie. Ja. Was mir auch ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen so die Inszenierung in den Maps. Also irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, man rennt halt nur durch Level und es kommen Massen an Zombies. Bei Left 4 Dead waren da schon immer so ein paar Ereignisse auf den Karten. Hast du hier manchmal auch, aber oder keine Ahnung, ja. Ist schon ein bisschen eintönig, aber ich meine, das ist. Ja, ist ein bisschen einfach gehalten, ne, sag ich mal. Ja, das finde ich nicht schlimm. Einfach. Ja, aber ja, klar, es hätte ein bisschen. Mehr Customizing. Ich meine, vielleicht kommt da ja noch einiges im späteren Verlauf des Spiels. Kann aber auch sein, ne? Das ist ja gerade frisch, ne? Ja, also wenn du zum Beispiel auf. Also, du kannst ja deine Weapon Skins und auch deine Charakterklamotten und so. Kannst du ja anpassen, aber irgendwie, da hat man fast nichts. Also. Das bin ich halt, ne? Ja. Ja, das war nicht so einfach gehalten. Also man müsste hier echt mehr Möglichkeiten haben, seinen Zombiejäger irgendwie zu gestalten. Ich weiß, ich sehe auch nichts von besonderen Eigenschaften dieser Charaktere. Muss nachladen!
Also was mir so fehlt, ist so dieses Level-System halt, ne? Dass du dich hochlevelst und dann freust du dich, wenn du dann dieses Level erreicht hast, ne? Ja gut, das ist halt immer ein bisschen schwierig, dann... So wie bei Vermintide halt, dann hast du dann auch immer die Punkte und ein Level und dann Levelaufstieg und Stufenaufstieg und... Ja. Ne? Und das hast du hier nicht, hier hast du immer so eine Runde. Nee. Einfach nur, bap, das Kupfer, kannst du... Verband kaufen oder was? Genau, was ich wollte. Wir müssen darüber. Mach das Boot los. Geh rein. Are you ready? Are you ready for fun, Mr. Man? Los geht's! Let's go! Das Boot ist los. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Nicht so schlimm, Jim. Cool. Achso, wir haben das Boot als Brücke benutzt. Spürt das jemand? Ich spüre es und es ist nicht gut. Kaum zu fassen, aber näher werde ich an der Kreuzfahrt nicht kommen. Warum mache ich das nochmal? Lade nach! Ich glaube, wir haben Ärger. Hoffentlich tut es dir mehr weh. Er schmeißt da wieder mit diesen komischen Wellen, ne? Hey, ich schmeiß den nicht mit Wellen. Na dann los! Doch nur eine kleine Masse. Zeig mir einfach, wie wenig ich bin. Okay? Die Großbastard kommen. Genau, zeig mal deine Schwachstelle. Der Ogre, der ist sowieso gleich wieder weg, ne? Ja, hab schon gesagt, echt. Mal aufbucken und dann verziehen, ey. Seht mal, da drüben. So sehen wir ja gerne hier. Aussieht. Zumindest kann ich mit euch rumhängen. Hab ich was verpasst? Werden wir alle sterben? Potzer! Das ist sie, ne? Pass auf, wo du hinschießt! Lade nach! Ja, ja, ist ja gut. Roll nicht rum. Dann sind die alle so empfindlich. Lieber Kugeln, ne? Ey. Wer sich beschwert, ey, der kann auch noch mal extra einen in die Fresse kriegen. Genau, da kriegt er noch mal eine extra Portion. Neu herkommen. Wenn der Sterbehilfe braucht, muss nur Bescheid sagen. Ich kill nicht nur Zombies. Oder Infizierte. Genau, auch Mitspieler. Ich kill auch Leute, die mir auf den Sack gehen. Mir die Fresse nicht passt. Ruckzuck geht das. Ruckzuck, ey. Kann die Stimmung schlagartig sich ändern. Im echten Leben wird ja auch nicht lang gefackelt. Wenn man hochkommt, gibt's auf die Fresse. Scheiß Horst, ey. Oh Mann, Holly! Mensch, Holly! Pass auf! Ich muss nachladen! Oh, ich bin. Ihr könnt's was Nützliches geben. Gehen wir hier rein, oder was? Widerlich! Ah, hier ist so eine Heilkiste. Geil! Erste Hilfeschrank. Erste Hilfeschrank. Gefunden. Kostenlos! Kostenlose Ladung. Kostenlos! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal?
Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Noch eine kostenlose Ladung. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Jetzt kostet es, aha, erst gibt es ein paar kostenlose Ladungen. Und dann kostet es Kupfer. Ja, interessant. Hier ist noch so eine Station. Ihr kommt hier nicht rein. Oh, was? Ich muss raus. Scheiße. Ist ja nur am Kotzen da drin. Mit seinem Gesabber, ey. Weißt du? Eine will durchs Fenster. Nächste und nächste. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir alle verfügbaren Mittel nutzen. Oh. Alle die deine Angst. Telefon. Verschlossen. Telefon. Warte, ich muss ja jetzt erstmal. Ich bin da gleich zurück. Wachsam, bleib am Leben. Da ist er wieder, dieser Ogger, ne? Hässlich wie sonst noch was, das Vieh. In den Arsch. Oh, der hat mich mit so einem... Echt, ne? Gleichball geworfen. Mann, ey. So, weg ist er. Widerlich. Ekelhaft. Mal sehen, was hier drin ist. Das ist für mich. Da ist wieder so einer. Da war mal einer. Gefiederte Freunde! Wo sind denn alle hin? Los geht's! Was? Hat dir etwa niemand das Schießen beigebracht? Jemand hat die Horde gerufen. Ab. Drei Stück von den Tollboys? Was? Mann, was ist denn jetzt hier los hier? Ich mach mal. Leg mir was auf meine Wunde. Jetzt kommen die aus allen Richtungen hier, ne? Hilfe! Bin down. Tollboys ohne Ende hier. Echt, ja. Versammlung. Das ist nicht gut. Brauche Hilfe! Trotz-Troll. Ich hätte vorhin sterben können. Einer weniger. Warum sollte ich mich dritten kümmern? Was soll nur aus dir werden, ne? Ich helf dir, Evangelo. Danke, Holly. Jo. Danke, Holly. Holly, du bist ich die Beste. Moment. Wenn wir die Holly nicht hätten. Ohne Holly wäre ja gar nichts los. Sind Sie weg? Immer mit der Ruhe. Ich hab Zeit. Schutzraum. Voll easy. Voll easy. Abgeschlossen. Ich muss mal kurz weg. Warte, ich bin gleich da. Warte. Wie kurz weg? Das warte. Warte mal. Yes, we did it.
So, warte mal. Da sind wir. Ja, ich muss auch gerade meine Medizin nehmen. Deine Medizin nehmen, ne? Ja. Ist wieder Medizinzeit? Gleich fertig, ja. Team. Ja, der eine hat schon das Team verlassen, ne? Wer hat das verlassen? Achso, wir haben so ein Bot, ne? Hope One, das Team hat den Clock erreicht. Wir sind gleich beim Flugzeug. Bestätigt. Viel Glück, Hope One. Mal. Wenigstens kommen wir Stierfall nach Hause. Aber bitte nicht in einem Leichensack. Schauen wir mal. So. Es wird ernst. Ich hab was für das Team gekauft. Waffen sind alles scheiße. Okay. Das ist besser. Ich hab auch was fürs Team gekauft. Genau, so muss das sein. Gemeinsam sind wir stark. Echt, ne? Ja, Psycho. Ey, da war gerade irgendwie einer mit einem gelben Gehirn oder so. Ja, ganz viele. Stimmt, das? Ja, genau. Neue Gegner. Leuchtende Gehirne haben die. Ja. Hey, ich muss auf mich bestimmt besonders schlau. Also passt hier auf euch auf. Das kann nicht sein, da müsste ich ja auch ein leuchtendes Gehirn haben. Hast du ja manchmal. Echt? Ja, letztens war das da voll am Glühen irgendwie. War richtig hell. Guck mal, ich will mir mal so ein Hirni aus der Nähe angucken. Was ist denn mit dem Bot? Die haben den Huhn gefressen. Was? Nee, der hat den Huhn gefressen und verbuddelt sich jetzt in der Erde mit dem. Jetzt sind wir weg. Das hat er letztes mit mir auch gemacht, ne? Ich hab grad. Ey, die explodieren sogar. Ey. Ich hab gar nichts mehr. Hau drauf, Dotti. So, der Moon war ja gerade da, ne? Da irgendwo ist noch ein Bot. Ah, der Bot ist ganz tot, ne? Ist ganz tot. Hä? Gehen wir mal hier zum LKW. Was hast du doch, denn? Hier war ich noch nicht. Ja, weiß nicht. Da. Zack, auf. In die Matsch. Ins Matsch hören. Ins leuchtende Gehirn. Wir haben einfach so schnell alles verloren. Da oben ist ein. So ist es eben. Egal, ob es dir gefällt. Das ist halt scheiße. Kann ich nur zustimmen. Hole her. Die Kohle, ja, ey. Oh. Ich finde auch, was ich total scheiße finde, ist hier mit Sachen nehmen, ne? Da muss man manchmal. Genau, was ich wollte. Also jetzt zum Beispiel, ich kann die Münzen ja nicht nehmen, ne? Da muss viel zu nah dran stehen. Ja, genau, das ist mir genau.
Und irgendwie, dann willst du was nehmen, dann geht das nicht, dann musst du wieder jetzt anders hinstellen. Also. Das hat viel zum kleinen Radius, ja. Ne? Okay, ich helfe dir. Ich würde nicht sagen, viel zu klein. Das ist vom Kicken der Fehler. Sicher, dass es sicher ist? Ja, genau. Das ist mir schon direkt am Anfang ist mir alles aufgefallen. Ja. Wo man immer denkt, ne? Ja. Genau, wo man denkt, ey, ist wieder der Leute frisst und geht. Ach so, der, ne? Der. Ja. Der Rücken. Ja, jetzt verwundet er sich. Aber ohne da sein. Und tschüss. So. So, und der hier. Weg damit. So, was haben wir denn? Überquere den Clock. Was ist denn Clock? Lustig oder was? Steg, oder was? Man sieht nur die Köpfe von denen. Was? Wieso bin ich denn tot? Was? Warum? Ich bin ein Bot, ey. Danny Bot. Bot. Das gehört mir. Bist du? Was ist er denn da hinten noch? Der einen frisst. Holly! Sprüche, ey. Heile dich im Erste-Hilfe-Schrank. Wo ist denn der Erste-Hilfe-Schrank? Na los, na los! Hier, bitte, hab Kugeln. Wo ist denn dein Kopf hin? Auf deinen Schultern ist er nicht. Oh, die armen Sprüche haben die drauf, ey. 24, ungefähr. Exploder! Ja, der ist auch explodiert. Exploder! Der ist auch explodiert. Warum ich? Wo muss man denn jetzt hin? Ey, hier ist der! Hier ist der erste Hilfeschrank. Hier, ein Sturmgewehr. Ungefähr. Ja, erste Hilfeschrank! Wo denn? Ja, hab ich markiert. Da drin versteckt, ey. Gar nicht, ne? So, wo müssen wir denn jetzt hin, ey? Ein erster Hilfeschrank. Hier wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Ey, ich bin in den Tod gestürzt. Was? Wiederum hängt. Wieso hänge ich denn hier jetzt? Hilfe! Hey, hier drüben! Da jetzt machst du Hausbesuche. Da! Wo bist du denn jetzt? Tot. Ich bin in den Tod gestürzt. Ich kann den Bot übernehmen, sehe ich gerade. Will ich das? Ja, mach ich das doch. Cool. Ja. Bin jetzt der Doc, ne? Die Doc. Die Doc. Die war ich eben auch. Ich bin die Doc. Ganz kurz. Der Hund? Nee, die Doc. Ey, hier ist auch ein. Da, erste Hilfekasten. Ich sehe Angelo, da. Seht ihr das?
Kann man gar nicht hier hoch, ne? Bin ich jetzt irgendwie. Lass mich nicht haben! Hier einen anderen Weg. Hier irgendwo. Hey! Hier drüben! Ja, wir kommen. Da hängt einer. Da und der Moon. Leute! Ich helfe dir. Da sind ganz viele. Leute! Dann mal los! Infizierte! Auf dich kann ich immer zählen. Exploder! Oh, und da geht man noch beide hier, weil er explodiert ist, Alter. Ah, Scheiße! Machst du denn? Du machst ja gar nichts. Nee, weil ich. Du bist wieder in den Tod gestürzt. Alle tot, ja. Sind alle tot, ne? Fehlgeschlagen. Oh. Null. Tja, das war jetzt aber, ne? Der Glock. Zweite Chance. Kannst aktivieren. Gewalttätige Infizierte sind das. Echt? Meinst du so Corona-Demonstranten? Ja, zum Beispiel. Diese ganz schlimmen Nazis. Da gibt's Dosenfutter hier. Eine schöne Küche. So, sind hier jetzt alle da? Mal ein bisschen was kaufen hier. Sowas und. Oh Mann, wie aufregend! Ich war noch nie in einem Hubschrauber. Gesundheit des Teams. Oh. Mag's schon. Die nehme ich doch mit. Oder? Nein. Plus 20. Oh, das war hässlich. Da sind wieder ganz viel Hörnis. Bist du schon am Ballern draußen oder was? Ja. Da. Die mit dem Glühkopf. Ja. Das Wetter. Ich frag mich, ob ich eine Jacke anziehen soll. Ja, zieh mal lieber eine Jacke an. Ja. Es wird nicht mehr so warm. Olli. Ich brauch das. Es wird eher kalt. Olli, zieh eine Jacke an. Zieh die Jacke an. Zieh die Jacke falls rum an. Es kommt wieder so eine Musik. Zieh die Jacke falls rum an. Ist das nicht dieselbe Stimme? Guck mal, Alter, echt, ja. Chain Reaction. Ultra. Boah, ihr kommt denn da von denen? Der hat mich gefressen, der frisst mich. Nein, jetzt läuft er weg mit mir. Jetzt, nein, der hat mich schon wieder gefressen. Ich will nicht gefressen werden. Der schmeckt doch gar nicht. Nein, das ist ungesund. Was hat der für einen Geschmack denn überhaupt, ey? Jetzt hier für ein Level, ich hier wieder die Dog. Ja, gut, die Hörnis, die leuchten schön im Dunkeln. Ja. Kann man leicht treffen. Kann man schöne Kopfschüsse verteilen, ne? Ja. Macht Spaß, denen in ihr fettes Hirn zu ballern. Die platzen auch irgendwie anders wie in ihr anderen. Fettes, pralles Hirn. Muss nachladen! Ganze Gehirnmasse. Ich bin gleich wieder fit. Ich rette mich selber. Bin dir was schuldig. Mal wieder. Ja, danke. Ah, Exploder! Exploder!
aber sie werden dem Ort nicht gerecht. Ein Explorer und einen, der einen Chris oder mit dem Horst und dem Werner zusammen. Matschfresse. Leute, ne? Jetzt häng ich hier. Ja, du bist tot. Wie ist das denn? Wie, wenn man kurz ins Wasser fällt, dann ist man direkt tot? Kann sein. Was ist das denn? Ja. Programmierfehler. Wo sind denn nee, ist ein Feature. Ist ein Feature, oh cool. Und dann? Oh, das war's mit denen. Ich höre schon wieder irgendwas. Oh, unübersichtlich hier, ey. Ja, ne? Oh, schon wieder ganz viele Leuchttürme. Oh, geil. Hohlköpfe könnte man die auch nennen. Oh, Kürbisköpfe. Kürbis hier. Aus wie so eine Afro-Fissur. So ein Kratzer. Oh ja. Kotzfresse. Hier drüben. Matschfresse. Kein Grund zur Sorge. So viel zur sterilen Umgebung. Alles dabei. Die komplette Palette. Die Tür ist zu. Ja, komm hier so bekannt für die Stelle hier. Waren wir hier nicht schon? Ja, waren wir doch eben. Da sind wir doch eben alle abgekackt. Ja, stimmt. Ja. Jetzt hat sie sich ja wieder ja. Der Horst. Toll. Ganz Leben weg. Ein Dreck. Danke, dass du mich gerettet hast. Oh, Hilfe! Frieden, rechts neben dir! Wo denn? Rechts neben dir, jetzt links neben dir, jetzt vor dir! Ich sehe dich nicht. Ich komme nicht an dich dran. Ich komme nicht an dich. Achso, da war der andere dran. Deswegen konnte ich dich nicht aktivieren. Ja, gut, dass wenigstens der andere gerettet. Weichere Schutzraum. Genau, so geht das. So geht das. Oh, warum renne ich denn auf, ey? Ruhig, ich bin da, Holly. Ruhig, Holly. Achtung da. Oh, scheiße. Ganz toll! Oh, da sind zwei Exploder drin gewesen. Jetzt muss ich mich wieder selber retten. Hey, ich bin wieder in den Tod gestürzt. Was machst du denn da auf, ey? Das war Arzt. Ja,
Ist er da jetzt hier rein, oder? Aber auf dem Fluss. Wer auch hier war, ist längst weg. Ein erster Hilfeschrank. Verarzten wir uns lieber. Ja, genau. Bin ja schon fast geheilt. Brauch ich das gar nicht. Sieht ja aus wie der Titanic hier. Das brauch ich. Ich kann man nicht retten. Du bist irgendwie ausgegraut. Ausreden hier. Hier ist gerade hier so ein Arm abgegangen von dem Typ. Ich hab den geschossen. Quatsch. Ja so, den großen, mit Callboy. Ne, mit so, von so einem Gehirntyp. Ah, echt? Ja, das ist ein Arm. Der liegt hier, kannst du ja im Video gucken. Los, wir können nicht ewig hier hocken. Vielleicht haben die ja schon endlich den Arm-Abpack-Patch installiert. Genau, jetzt während wir hier gezockt haben, ne? Wir müssen eine Online-Petition starten. Wir wollen Gliedmaßen und Köpfe abhacken in Back for Blood. Wir sind für. Vielleicht starte ich einfach mal. Ist doch bestimmt nicht so schwer. Irgendwo bei so einer Plattform. No. Konto machen und dann starte ich mal so eine Online-Petition. Ja, das gibt's bestimmt schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, gibt ja genug Bekloppte, die sowas machen würden. Die auf sowas stehen, ne? Ja, die nicht zufrieden sind mit ein bisschen Blut, sondern die müssen auch halt. Echt, müssen nur die Köpfe noch durch die Luft und ja. Arme. Also diese asozialen Vermintide-Zocker. Ja, die sind da viel zu verwöhnt, echt. Der gebrochene Vogel. Ich denke ja schon immer. Warum die nicht schon längst? Also, was ich immer denke, dass. Also, hier Doom ist vielleicht, geht schon so ein bisschen in die Richtung mittlerweile, der letzte Teil. Aber dass die mal so eine richtige Splatter-Engine programmieren. Ja, also das. So wie es ja. Es gibt ja eine Physik-Engine, ne? Ja. Und so eine Physik-Engine würde auf jeden Fall dazugehören und darauf wird es basieren irgendwo. Ja, aber dass mal einer so eine Engine programmiert für richtig geile Splatter-Effekte. Und das würde dann halt so sein, dass halt, dass die Programmierer sich dann immer darum kümmern müssen, sondern die Spielfiguren würden halt automatisch zum Beispiel Arme abgeschnitten. Das heißt, du könntest dann auch, wenn du zum Beispiel ein Schwertspiel spielen würdest, dann würde auch wirklich an der Stelle, wo du den Arm abhackst, wäre dann auch die Wunde. Ne? Und du könntest zum Beispiel auch erst die Finger abhacken, dann die Hand, dann immer mehr Teile oder einen halben Kopf abhacken. Ja, genau. Und so. Das würde organisch korrekt simuliert alles. Ja. Ne? Und wenn man sich das mal reinzieht hier, ja, also kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt nicht geht oder so. Können die doch mal machen. Ja, du meinst halt quasi eine eigene Engine für. Ja, Gore. Genau. Gore Engine zum Beispiel. Das werden wir alles noch erleben, ja mal. Neuer Tag, neue Nacht. Das ist alles noch, alles noch so Zukunftsmusik. Und, das ist riesig. Gibt's da nichts in der Richtung? Also, bei Doom jetzt ist es ja wirklich so, ich meine, da kann man. Aber anstelle einer Uhr gibt es Dinge, die uns töten wollen. Kannst manchmal auch nicht genau sagen, ob es jetzt doch wieder vorgefertigte Schnittstellen sind, ne? Also, jetzt Schnittstellen nicht im Sinne von Programmieren, sondern die Stelle, wo halt der Arm abgehackt ist, oder das Bein oder irgendwas auch immer, ne? Du kannst auch jeden Gegner in zwei Hälften hacken. Sind bald bei eurer Position. Ja, wird alles noch kommen. Ja, hier ist es ja wirklich so, jede verstümmelte Leiche, die du siehst, ist halt so modelliert worden. Ne? Genau, richtig, ja. Und darum sehen die ja in der Regel auch fast alle gleich aus. Dann
die Toten oder die gekratzten Köpfe oder die abgehackten Arme immer an derselben Stelle, ne? Ja, und das würde halt mit so einer Engine, da bräuchtest du dann auch keinen, also hier ist zum Beispiel so, du brauchst den Hut entsprechend, weil sie halt alle modelliert sind und so, die jede einzelne Leiche, brauchst du, das kostet ja auch Zeit, ne? Muss ja auch modelliert werden. Ja, und das musst mit du so einer Engine, dann brauchst du gar nichts zu machen. Wäre das nicht mehr nötig. Nee, dann machst du ein Model von einem Körper und das Zerteilen und Abpacken von Mietmaßen würde alles entsprechend berechnet. Ja, und vielleicht programmiere ich dann mal so eine Engine. Ja, das wäre doch mal was. Mach doch mal. Ja, das ist natürlich. Dann kannst du das. Dann kannst du das bei den Spieleherstellern verticken. Ja, ich befürchte eher, die wollen das nicht. Wollen das nicht, meinst du? Nee, es gibt den, vielleicht gibt es auch negative Presse und so. Also für, denke ich mal, wäre es halt technisch einfach, es gab ja schon durchaus Ansätze und Versuche in der Richtung. Es wurde auch oft beworben. Also. Aber hat sich dann am Ende doch immer rausgestellt, genau wie auch ein ähnliches Ding sind ja diese Destruction Engines, ne, wie, wo immer Battlefield wirft. Ja, der gesamte Level kann zerstört werden. Und ja, sowas, ja, genau, ne? Genau. Ja. Stellt sich immer, also bisher hat sich, da warte ich halt auch ewig drauf. Auf sowas. Ist klar, man kann die Spieler nicht einfach die ganze Welt zerlegen lassen. Dann, das wäre halt, geht einfach nicht. Da muss schon irgendwie, aber. Das war's. Jeder Ansatz, den ich bisher kenne, hat letztendlich dann eben nicht auf korrekter Physik und sowas, also in Teilen ja, aber nicht komplett beruht, sondern waren doch wieder vorgefertigte Häuser. Also du hast zum Beispiel ein Haus mit Panzer zerschossen in Battlefield, sah immer gleich aus wie das Haus. So, ja, genau. Aber das war halt so eine Ausfeld-Zusammen-Animation. Genau, wie so ein Skript halt. Also, ne? Bisschen mit Physik-Engine, klar, aber ja, genau, das Skript. Ja. Und, ja, das, ja, wie gesagt, das hat auch bis heute, also ich weiß, es gab vor langer, langer Zeit mal ein Spiel, das hat auf dem Mars gespielt, in so Minen. Ja. Da gab es auch mehrere Teile von. Ich glaube, der letzte Teil ist doch gar nicht so lange her. Aber das war damals auch bekannt dafür, das war teilweise wirklich so, dass du, das waren halt so, hat in so Minen gespielt, war ein bisschen wie Minecraft, ne? Auf jeden Fall, da konntest du teilweise wirklich dich durch den Fels dann so graben. Oder jetzt hier bei, könnte schlimmer sein. Sag mal, dieser Hubschrauber, sollen wir da hin oder was? Ich mache jetzt hier so eine Kiste fest. Ich werde da nicht viel hochgezogen. Ja. Bei Deep Rock Galactic, da kann man ja auch so, Tunnel graben. Ja, da kannst du auch das Level auseinandernehmen, ne? Ja. Ja, aber, gut, das ist natürlich ein spezielles Szenario. Räucher, ne? Das ist der Räucher. Das ist ja cool, da steht da ja der Name. Das hab ich gar nicht gesehen. Genug Sport für heute. Ja, das ist natürlich cool. Da braucht man nicht immer rätseln, wie man die Dinger jetzt nennt. Baker. Ja, wo war der Bugger? Das ist der Baker. Der Breakdancer. Ja, ist klar, hat ihm Spaß gemacht. Alles gut, bin jetzt da. Weiter geht's, Holly. Beschütz mich, Doc. Das hältst du mir doch am Ende nicht. Wo ist Moon eigentlich? Danke. Ja, das ist fett, der Moon, ne? Wir müssen den Moon hinterher. Auch das jemand? Echt, wo ist der denn noch? Ich glaube, der kriegt Probleme. Der ist da. Der macht das hier klar. Der war schon mal hier, ne?
Sequenz. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass das, wenn ich ins Menü gehe, in die Einstellung manchmal dann auf einmal voll anfängt zu ruckeln. Also habe ich nicht das Gefühl, ist so. Ja. Der Mauszeiger, alles fängt dann so, ja, habe ich ein paar Mal jetzt gehabt. Hey, Bug, einmal Bug. Ist mir das Spiel doch abgestürzt. Was? Das ist ja No-Go. Weiter. Weit. Reicht die Uhr? War denn 3 Uhr schon, ne? Alter, ist Samstag schon vorbei. Einkaufen gleich. Oh, ich auf jeden. Also was heißt gleich? Lebe hat bis 10 Uhr auf. Vorhin gute Arbeit geleistet. Ihr habt euch mein Vertrauen verdient. Sir? Vor 6 Monaten entdeckte Ren bei einer Patrouille einen Überlebenden. Lauerte hier. Und brachte ihn her. Es war ein Forscher. Richtig. Er hat nach dem Kollaps weitergearbeitet. Ist er wichtig? Aber nicht an einer Heilung. Richtig. Sondern an einer Lösung. Richtig Info. Wir haben bei seiner Forschung geholfen. Er glaubt, er hat einen Durchbruch erlangt. Wir hätten doch dabei helfen können. Er ist oben auf dem Finlay anwesend. Und macht die Tür auf. Tut mir leid, aber es musste geheim bleiben. Ich wollte keine falschen Hoffnungen wecken. Und ich wollte sein Leben nicht riskieren. Als andere Siedlungen es erfahren und die Formel. Hier war ich aber auch heute schon oder gestern. Smithy bringt mich in der Kirche. Ich kann euch nicht sagen, wie wichtig das ist. Der Mann ist unsere größte Hoffnung, den Kampf zu gewinnen und die Infizierten auszurotten. Er kennt das, der Moon, der war auch schon mal hier. Monster, Geheimwissenschaftler, was schon kommt noch? Genau, Aliens? Wo der hinläuft. Oh Gott, ich klinge schon wie Hoffnung. Ja, Schießanlage. So, jetzt können die kommen. Da, guck. Was hast du denn da hinten verloren? Wo da hinten kommen die? Oh, okay. Na, warte. Dinger! Zeig mir einfach, wohin ich nicht schießen soll, okay? Was denn? Fallwort! Der Ogre! Der Ogre! Schätze, wir können nichts dran ändern! Toll, die ganze Munition verballert! Ey, hier sind irgendwie. Ein paar Mal der Horst, ein paar Mal der Werner. Oh, die Granate genau in die Eiterbeulen rein. Geil. Zur Hölle! Pass besser auf, wo du dich hinstellst. Da, Stinger! Alter. Alter, Alter. Horst haben wir noch. Weg, lauf weg. Der hat er mich gepackt, ey. Weg, das ganze Leben weg, ey. Das ist, finde ich, eine Schweinerei, ne? Ich bin down. Ey, hier sind irgendwelche Spezialtruppen unterwegs mit Panzerung voll und alles. Ja, ja, sehe ich auch gerade. Ja. Kann sein, dass das die Verderbnis ist. Evangelo. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Ist jetzt meins. In letzter Sekunde.
hier Verbandszeug. Muss mich verarzten. Oh. Ja! Kein Grund zur Sorge! Vorsicht, Dinger! Oh, sehr witzig. Leute, wo seid ihr? Das brauche ich. Was ist das? Was ist das? Rubenbehälter? Vielleicht werden mir die verraten, kein Grund, ich euch gefolgt bin. Echt? Ja, nimm mit. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, jetzt für die Mission, ne? So. Optional, aber... Optional. Inventar. Scharfschützengewehr! Das könnte entscheiden, ob du gelebt bist. Wo ist das Vieh? Welches Vieh? Ist hier nicht ein ganz dickes? Hey. Ja, jetzt nicht mehr. Warum schießt du auf mich? Versuchst du etwa, dich umzubringen? Steht zumindest kein Name drauf. Ich will meinen Basi behalten. Man kennt den Feind nie gut genug. So viel Lärm kommen bald die Infizierten aus den Löchern. Oh. Muss nachladen! Hey, weiter, weiter. Hinter uns. Sie im Einsatz hier. Wer zählt mit? Ich meine, natürlich. Na los, gleich geschafft. Wir haben es geschafft. Also, ich zumindest. Und ihr? So, Tür zu. Abgeschlossen. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Ich muss noch ein paar Kisten öffnen. Hast du schon Nachschublinien geöffnet? Nein. Du aber bestimmt, ne? Ja. Dann kommen die mit dem Flugzeug und schmeißen das runter. Nein, das ist einfach irgendwie im Menü. Ich glaube, da kannst du halt Karten kaufen. Für diese Punkte, die man am Ende immer kriegt, diese ja. 34 oder was. Mit den Karten hier, ne, das habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber. Der Sinn der Sache ist wohl, dass man sich diese Verderbniskarten anguckt. Warum geht's jetzt? Muss ich was machen? Nö. Geht irgendwie gerade nicht weiter bei mir. Ja, bist du jetzt hier in der Kirche? Nee, ich bin. Mir werden immer noch Karten angezeigt und ein Countdown, 3 Minuten, irgendwas. So weiterklicken oder eine Karte ziehen. Kann nichts machen. Bist du schon wieder im Spiel? Ja. Jetzt sind wir aber nur zu dritt, ne? Sehe ich gerade. Oh. Jetzt.
Rover 2, hier ist Hope 1. Dr. Rogers ist unsere einzige Chance, die Infizierten zu besiegen. Trefft Smithy in der Kirche. Er schickt euch dann zu Rogers. Hope 1, out. Cool. Oh, hier sind ja ganz viele Leute. Ja, die stehen da rum, ne? Ist das jetzt meine Schuld oder ihre? Ich sag mal ihre. Was haben wir hier? Scheint, dass das Konsortium so gefunden hat. Ich sehe eher unsere Metzgerin als eine Ärztin. Aha. Ach, so ist das. Muss nachladen, explode! Exploder! Warte, das kann ich jetzt zweimal. Komisch, ne? Eigentlich zwei Verbände. Wahrscheinlich wegen einer Karte. Ja. Ja, was ich noch eben sagen wollte, genau. Mit den Karten, das ist eigentlich so, am Anfang, man guckt am Anfang, was für Verderbniskarten man bekommt. Und die kann man dann nach Möglichkeit mit seinen Karten dann kombinieren, ne? Ja. Also geht Konter. Jetzt kann ich nicht mehr nach rechts. Das sind noch mehr. So neue, die haben so Stacheln oder sowas, ne? Ja. Das sind die Peaks von die Spikes vom Coronavirus. Breaker, wie Ogre und Breaker. Das ist ein Breaker. Da ist noch ein Breaker. Das meine ich doch. Das war ja der Ogre, war das doch. Nein, das war doch ein Breaker. Nee, Ogre, stand doch da auch. Das ist der Breaker, hier. Jetzt kommt der richtige Breaker, ey. Ja. Voll. Ich hab mich auch gehabt. Aber wir haben gleich den Breaker. Breaker down, ey. Erledigt, Mission erledigt. Vorrücken zum Schutz drauf. Achtung, Tallboy, Horst. Der Horst kommt. Mit einer guten Reichweite. Eine Desert Eagle, geil. Muss mich verarzten. Jemand
aus dem Erste-Hilfe-Schrank? Ich bin versorgt. Glaub ich zumindest. Aber ich bin ja kein Arzt. Wartet mal. Ich hab da dieses Zicken. Gibt's da was Gutes oder magst du mich bloß nicht? Das ist ein Safe-House. Hey, darum sollte ich mich dringend kümmern. Los, Tempo! Erstaunlich, was man mit Nadel und Faden erreichen kann. Knappe Kisten sind am besten. Und die war verdammt knapp. Also aber kurz, ne, oder? Ja, die sind alle relativ kurz. Ne? War ja besonders. Hab ich jetzt das Gefühl gehabt, ne? Vorratspunkte. Für die kannst du dann da im Hauptmenü Karten kaufen. Bei diesen Vorratslinien. Ja. Ja, genau. 25. Aber was das jetzt soll, 25. Da ist, ja, ich auch. Da ist immer so ein. Da sind dann drei so Dinger, wo du auswählen kannst und. Also, ob da irgendwie irgendein besonderes System noch hintersteckt, keine Ahnung. Ich habe das jetzt immer so gemacht, dass ich immer einfach da hingegangen bin und alle meine Vorratspunkte da reingesteckt habe. Ah, okay. Weg damit. Mit ja. Der Punkt ist. Ja, jetzt haben wir hier diese Verderbniskarten. Also wenn man irgendwann mal gut ist, dann muss man das lesen, was hier alles steht. Ja. Und dann entsprechend die eigenen Karten auswählen. Aus dem Deck. Fortfahren. Nehmen wir denn? Nachlade, komm. Nachlade ist auch okay. Der Augapfel? Da. Lade nach. Hey, Idiot! Schieß mich doch nicht! Shit! Sorry! Check dir das Auto! Cool. Kein Weiterkommen! Gesundheit. Was ist das denn jetzt? Ich geh mir das Auto an. Seid doch so nett, ja? Die Snitcher müssen weg, bevor wir die Tür für euch aufmachen können. Oh Mann, Holly! 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 Holly ist für alle da. Verstärkung! Verschonen wir sie? Rufen sie Verstärkung! Mann, was für eine Zwickmühle! Gib mir mal das Auto an. Komm rein! Hier ein Maschinengewehr! LMG hier! Das ist epische Waffen überladen. Hier, ne? Moni! Epik, epik! Sturmgewehr! Episches Leichtes. Wir müssen sie erledigen! Armgewehr. Oh,
Cool. Die kommen wieder. Wir können die Türen nicht öffnen, während da draußen noch Infizierte sind. Aha. Also müssen wir die alle... Nein, bloß. Tun wir es, bevor ich mir anders überlege. Oh, Scheiße. Was ist das denn für Viecher, Alter? Sind denn alle, ey? Scheiße. Komm, lass mich los hier. Du hast jetzt ein rotes Gehirn. Der ist ja schon die ganze Zeit dabei. Oh, ich bin gleich tot, ja, das gibt's doch nicht. Hat er mich gezogen und jetzt hat er mich platt gemacht. Oh, Hilfe! Ricky, Hilfe, komm raus! Mit meinen Knüppel zu tun. Zwei sogar. Ich halte nicht mehr lang aus. Perfekt. Ich bin da, Holly. Oh. Hey, ein erster Hilfekasten. Noch einer, was? Jetzt bin ich ganz tot, ey. So eine Shit. Der Scheiß stinkt. Kein Grund zur Sorge. Wenigstens wir sind noch da. Krank, was diese Schweine mir angetan haben! Hör los, beendet den Job! Beendet den Job. Hier gibt's einen Erste-Hilfe-Kasten. Schöner Friedhof. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich will gerade kein Date. Wer soll mich denn bezahlen, wenn du stirbst? Check dir das Auto! Hier, bitte schön. Ja! Ja! Sehen, was hier drin ist. Was es wohl zu finden gibt? Vor die Orte zusammen plündern, ey. Ich seh dich, ne? Braucht das jemand? Hey, braucht wer Munition? Leute, das ist nicht komisch! Was schuld. Ich hab's gesagt, dass ihr unsere Stadt zerstören. Schaltet das aus. Los! Was bin ich jetzt wieder? Ja, du sahst aus wie ein Zombie. Deswegen habe ich auf dich geschossen. Ey, wie viele von den Großen kommen denn jetzt?
zwei von den Breakern oder so, ne? Einer weniger. Ich hab nichts zu heilen. Wo ist der andere Breaker? Oben. Der ist hier bei Moon. Scheiß Breaker, ey. Hab ich da nicht mal so eine Bombe? Wer sagt, dass Gott tot ist? Abgeschlossen. Danke für die Unterstützung. Zum Glück geht's euch gut. Ihr schaut doch nicht einfach nur vorbei. Wir brauchen Hilfe. Ruhm gefällt mir nicht von denen. Was gefällt dir nicht? Der Ton, ne? Der Ton, genau. Der Ton macht die Musik. Will ich gleich abknallen. Kein Risiko. Der Ton macht die Musik. Läuft der hier wie geschmiert, immer. 519, ey. Werden das immer mehr oder werden die aufaddiert? Werden immer mehr, ne? Ricky Hort hat das Spiel verlassen. Nein. Was? Bin vor. Ja, hatte mal letztes Auge gehabt, ne? Da war irgendwie. Warte mal, ich versuch jetzt bei dir kurz weg. Aber dann. Im Vor. Nee, Chandler hat eine Lieferung bekommen. Ist vor, ne? Das ist deine Chance, ja, genau. Ein wenig aufzurüsten. Wir beide rausgefliegen. So. Weil wir. Hatten wir den zweiten Akt jetzt durch, ne? Weil das hat. Weil dieselbe Situation hatten wir ja letztens beim ersten Akt, ne? Ja. Ja, ich kann jetzt auch Akt 3 auswählen. Ah, Tatsache. Sicher. Nein, wo waren hier diese. Vorratspunkte ausgeben. Ach, dann ne? Genau. War gut, dann waren das jetzt die Endgegner. Ne? Das war jetzt praktisch. Genau, das Finale vom Akt 2 ja. War das, ne? Naja, dann ist es ja okay. Ja. Dann sind wir ja mal freundlich weg, gestimmt. Ey, die Sonne scheint ja. Meinst du draußen? Ja, wo sonst? Vielleicht hier im Spiel. Gehst du raus jetzt? Willst du noch eine Runde drehen? Ja, ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall einkaufen, Alter, echt. Warum muss ich gleich weg? Muss ich später. Ja, wenn du aufhören willst, dann können wir auch aufhören. Können aber auch noch eine Runde machen. Komm, eine Runde machen wir noch. Na gut, eine geht noch. Eine machen wir. Perfekt. So, die Dame hat jetzt. Termine. So, jetzt habe ich wieder eine Nachschublinie frei abgeschlossen. Oh, toll. Ich habe 0 von 3 freigeschaltet. Da, ah, jetzt habe ich eine. Aha, gib deine ersten Vorratspunkte aus. Okay. Jetzt habe ich neue. Abgeschlossen. Jetzt hast du neue gekriegt. Tatsache, habe ich auch jetzt auch 3 neue, ne? Hier die Klinik und Krähenpest, Nests. Aber die haben mehrere, die haben nicht mehr 3, sondern 8, ne? Ja, klar, das genau, 8. Motorradjacke.
Lebensdauer. So, ich habe mal die Map-Suche gestartet. Hast du die mal aktiviert? Ja. Activation. Die wollen ja jetzt auf jeden Fall auch dann immer so DLCs nachschieben, ne, mit neuen Maps. Mal gespannt, was die kosten. Genau. Und so war das doch, wenn du diese Deluxe Edition oder diese Ultimate, ne, dann glaube ich, hast du da schon Zugriff drauf. Da drüben. Da geht's ja schon direkt los, ja, ne? Ja. Ping ist dabei. Oh, Vögel aufgescheucht. Ricky. Der Ricky war das. Hab gesehen, der Ricky war das. War's nicht. Ja, da sind welche gejoint, deswegen dann. Was? Ich höre den einen. Hast du den Auge gehört? Hallo, Ping. Fällt mir gar nicht, meinte er. Hilf Ping wo? Wo ist Ping? Der Ping hängt irgendwo fest. Scheiße, hat er mich jetzt voll gewotzt. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder gleich tot. Ist doch alles nicht mehr feierlich, ja. Für dieses Leben bin ich nicht gemacht. Da hinten hängt er. Jetzt hat er mich auch noch festgespuckt, ja. Ey. Und jetzt bin ich auch tot und Durchlauf fehlgeschlagen, Leute. Ab, was hat er gerade geschrieben, der Ping? Hallo. Oh. V2 ist jetzt auch dabei. Durchlauf fehlgeschlagen. Kein Fortfahren über. Was war das jetzt schon? War doch gerade Akt 3, oder nicht, ne? Ja. Oh, das war's. Das war's, ne? Ah, war doch cool. Diese kleine Verlängerung. Dann gehe ich mal gerade aufs Klo. Ja. Ich mag diese Aasgeier vom KSC ja nicht besonders. Aber ohne sie hätten wir echte Nachschubprobleme. Nutz das aus. Wie kosten die? Ich glaube, ich 1500, Alter. Was? Sag mal. Ich habe in der Kasse, du siehst Obdachlose, ich sehe eine Armee. Jacke. So, ist noch da? Ja.
starte ich mal. No. So. Hab den Karabiner von neulich wieder flott gemacht. Alles klar. Noch mal Tennis ausprobieren, Tischtennis. Ja, ich habe die Feuerbrille die letzte Zeit gar nicht angeschlossen. So. Ja, muss man machen. Aber demnächst halt, ne? Können wir das mal machen, nicht? Ich bin lange nicht mehr jetzt im VR unterwegs. Ohne meine Arbeit ging ich nicht. Sie ist viel zu wichtig. Und so mal puzzeln. Ja. Hier, Honey! Geht's jetzt direkt los, ja? Pass besser auf, wo du dich hinstellst. Ja, da will ich viel einsteigen. Was ich wollte. Ich mach das nicht für jeden, also sag den anderen nichts, okay? Faszinierend. Ihr Schutzinstinkt ist anders als alles, was ich kenne. Cool. Cool. Sehr, sehr cool. Cool, Alten, ey. Zurück! Was meinst du, Dottie? Schlagen wir ein paar Schädel ein? Warum steht denn der Bot-Mom hier so rum? Wo ist er denn? Draußen? Muss nachladen! Oh, und jetzt kommen da ganz viele Zombies. Oh, da, aber... Aber hier. Ach, du Scheiße. War ja klar, dass der mich jetzt packte. Das war ja sowas von. Alter, echt. Und ich bin gleich schon wieder tot. Haben's gleich.
Schon wieder Doofnuss zu mir gesagt. Hat sie gesagt? Dann los, Mann. Danke. Weiß sie gar nicht, mit wem die da zu tun hat, ne? Lade nach! Komm mir auch noch vor. Hey, hey, pass auf, wo du hinziehst! Ja. Hätte darauf einen Lasser zum Entkommen. Jetzt mache ich aber Ende hier. Wahrscheinlich muss man die Kampagne einmal durchspielen und hat dann den anderen Charakter. So, einmal durch, meinst du, ne? Das kann auch sein. Oder die werden später dann irgendwie freigeschaltet, ne? Ja, ich glaube nicht, dass die jetzt, dass er für die bezahlen muss. Ne, ich meine so in den Laufe der Kampagne vielleicht oder so. Ja gut. Sein, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie die einmal durchspielen. Aber ist ja nicht mehr so viel, guck mal. Oder? Ja, klar. Wir haben nur 5 Levels. Ja. So, ich mache hier Ende, ne? Ja, ich auch. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschö.